Oh, oh, geh weg, geh weg, geh weg. Welches Elektroding? Hier sind überall so kaputte Elektroteile. Sag mal eins. Ich bin bei Mordado und Jim. Okay, das macht keinen Schaden. Nee. Ich werde gegen gelaufen. Ich bin auch gegen gelaufen. Was wollen Sie? Das Gemälde ist blau. Wollte ich nur gesagt haben. du hast keine Hocke an deiner Bar, warte. Dieses Gemälde ist blau. Das wollte ich nicht. Aber einer ist zu wenig. Eine Zombie. Ja, ich ein paar. Ich bin auch hier. Oh nein, der Hocker ist umgefallen. Der Hocker ist umgefallen. Warte, ich versuche mit der Bar aufzustellen. Ich bin auf meinem Hocker. Perfekt. Sehr geil. Und Peter zieht auf mich, der wird gleich erschießen. Oh, ich ziehe auf jeden. Einfach aus Sicherheit. Also, ich bestelle etwas über Peter. Was möchtest du haben? Munition. Hallo, Mortado. Ich kann deine Munition. Wir sind gerade in eine Granate reingeflogen. Gib mir irgendwas Cooles. Ach, wo, ja, wo? Oh mein Gott. Ja, es ist Manu. Hä, warum okay, nicht? Manu. Also, du bist es einfach. Da rechts aus dem Raum. Warum ist Manu? Ja, ich war gar nicht da. Ich habe jetzt sogar gerade gefragt, wo, damit ich ausweichen kann. Das ist ein Bauch. Oh Gott, er schießt mich an, er schießt mich an. Oder Manu. Hier ist Mordado. Willkommen zur... Ich bin behindert, ciao. Obwohl ich voll toll bin, ja. Es ist Cast. Es ist Cast. Hä? Hab ich Krebs? Ich hab Krebs, okay. Ich glaube, Cast ist tot und Manu ist Traitor. Nein! Ja, weg. Ich bin fast tot. Ich wurde gerade hier in dem Raum angeschossen. Alter, Craft, da ist... Wie kann ich hier drin angeschossen werden? Hier ist niemand. Es ist Manu, Debitor. Warum hat Manu? Leute, hört doch mal zu. Manu hat gerade Cardcrafter beschuldigt, obwohl der Detective ist. Also es ist Manu. Ja, es ist Manu. Hä? Und er sagt jetzt auch nicht zu seiner Verteidigung. Also es ist Manu. Oder also, es könnte jemand getötet worden. Also es ist Manu. Von beiden, aber es waren alle hier. Oh Mann, ich hatte gerade Spaß. Ich hatte gerade eine Leiche aufgehängt. Ist mein Sprachchat an. Leiche. Ja, ich hab die jetzt auch gehört. Jetzt tötet einfach den Detective und sagt, nein, das ist der Detective. Okay, Delay hat Manu verdächtigt, heißt es bleibt nur noch Debitor übrig. Ausschlussverfahren, oder? Ich hab gerade Manu getötet. Ja, ja, genau, das heißt Debitor. Nein, ich stehe nur in der Ecke. Oder Debitor. Ich bin's einfach nicht. Debitor oder Debitor, ja. Du hast mir nicht vertraut, Delay. Nein, warum sollte ich dir vertrauen? Ich hab gedacht. Einfach so. Ja. Vielleicht, weil ich gesagt habe, es ist German Let's Play. Hm, das könnte sein. Das ist ein Argument. Naja, egal. Wenn hier... Oh, ich Manu. Oh, da ist Peter. Gibst du Peter noch? Ist unten im Wasser. Ja, Peter ist unten im Wasser, ganz unten. Okay. Hä? Im Wasser? Hä? Da, wo Manus Leiche liegt. Komm, nimm mal eine andere Waffe. Wo liegt Manus Leiche? Im Wasser. Eine, die Spaß macht. Was macht denn Spaß? Und brennt hat Wasser jetzt? Ja, ja. Nee. Boah, Hilfe, Hilfe. Ich verbrenne. Nein, 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 nein. Bist du tot, Delay? Nein. Oh, fuck, wo bist du nochmal? Ich bin hier gegangen. Ja, weil das war sein letztes Wort. Das konnte ich kopieren. Also. Wir müssen ein Sample aufnehmen müssen. Für jeden einfach so ein Bot. Nein. Alter, ich hab hier... gesessen, so, die Natur genossen. Was chillst du? Ich habe die Granate reingeworfen und dann irgendwen getötet, den Detective, ich wusste aber jetzt nicht, wer das war. Und dann habe ich irgendeinen Namen gesagt, der mich angegriffen hat. Und dann war es jetzt einfach Pech, dass das dann auch der Detective war. Ja. Und Zombie, Pech. Ich habe dich angeschossen. Und ich war der Einzige, der es gehört hat. Ach so, okay. Ich wollte, meine ganze Welt war nämlich schon zusammengebrochen. Ich habe nichts mehr verstanden. Ich wurde von rechts angeschossen und da war eine Glasscheibe einfach nur. Und ich dachte so, hä? Bisschen geheimer Raum? Warte, ich sag ehrlich. Auch nichts, ich stell mich hier hin, wo bist du? Mordado? Ja? Manu? Zombie, du bist Traitor, ne? Komm mal her! Hey. Mordado, Manu, sammelt euch! Erschieß mich, warte, ich stell mich hier hin. Komm mal her, warte, wir treffen dich, Zombie. Wir machen eine Hinrichtung. Mein Leben ist nichts wert, mein Leben ist nichts wert. Hallo, kommt mal alle zu mir, bitte. Ich will nicht mehr leben, das ganze Leben hier hat keinen Sinn. Okay. Alles ja, wo seid ihr denn? Hallo, Holly? Ich hab ihn erschossen, weil es wollte. Nein, weil Holly, es wollte. Steck deine Waffe weg. Weil es wollte. Wo seid ihr denn, Leute? Steck alle eure Waffen weg. So. Boah. Töte euch alle, genau. Weg. Alter, ja, Tommy, hier, ich bin hier. Ich hätte echt ein scheiß Gefolge. Ich aber. Ne? Verreckt doch einfach alle, verreckt. Weißt du, Manu, du bist Osa, mir auf der Osa. Flucht entgegengelaufen. Osa, auf den Spielfeld. Verpiss dich. Fuck. Nimm die G-Hut. Verpiss dich. Was für ein Skillshot war das denn bitte? Dafür setze ich dir auf den Tump eine Sonnenbrille auf. Er hat einfach zwei Lackshots gemacht. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Er ist unsichtbar. Osaft hat einen Unsichtbarkeitshack. Alter, was war das denn bitte für ein Skill?
von mir. Du hast einfach mal ruhig geschossen, anstatt die Waffe zu spammen. Mann, ihr seid alle doof. Immer wenn irgendwas passiert, immer versaut. Ich wollte euch eigentlich alle an der Waffe. Ich schieße Holly tot, Osaf sagt, dass ich Traitor bin, dann komme ich Manu und gegen. Oh, hi, hi, Zombie. Oder ich fand's gut, dass du mich erschossen hast. Oh, ich fand's auch ganz nett. Oder ich wollte dich was wolltest du machen, Manu? Ja, ja, ich hab doch gesagt, hey, Zombie, erschieß mich. Du wolltest erschossen werden? Ja. Ah, okay. Ich hatte einfach keiner mehr Lust zu leben. Wieso? Wolltest du testen, ob ich Traitor bin oder was? Nee, ich wusste ja, weil du ja vorher schon, hat man doch schon vorher aus dem Text okay. gehört, den ihr da gesagt habt. Alter, ich kam mir gerade wieder vor, wieso. Hä, wieso wolltest du dich erschießen lassen? Spaß. Ich hab dir die Mütze abgenommen, guck, da liegt sie jetzt. Danke, Maudado, danke. Ja, ich kicher. Jetzt bin ich nicht mehr so leicht zu erkennen. Nee, ich bin der sogenannte Herr Bankdirektor, alias Detective. Ich hätte gerne noch eine Pistole. Dario, hinter dir. Piu, 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 piu. Warum verfolgst du mich? Finde ich nicht gut. Oh, guck, hallo, mein Name ist... Dario, pass auf. Oh, hier. Versuch. Was soll das? Hä? Tim? Ja. Ich hab gerade einfach mal so aus Spaß in deine Nähe geballert. Ich mir dachte, so. Dann denkst du, ich bin in. Hast du einfach mal aus Spaß? Mhm, okay. Hab ich zur Kenntnis genommen, dass du ja, einfach aus Spaß auch gerne Leute abschießt. Ist okay. Ja, ist das schlimm? Ich bin, da, ich bin ja trotzdem ein Terrorist. Natürlich. Ja, ja. Ist klar. Dario! Ja! Hier! Guck! Warum? Er schießt einfach. Manu schießt einfach. Guck mal, Vandalismus! Haha! Gummimut! Gummimut! Warum war der. Was? Das war zum Tür. Was soll ich jetzt mit dem Zombie? Darf ich wen töten, Dario? Nein. Bitte? Nein. Bitte? Nein. 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 Okay. Oh! Hoppla. Ich bleib bei dir, ich bleib in dir. Oh Gott, ein Erdbeben. Ja, ein Erdbeben. Alarm, Alarm. Soll das echt Erdbeben sein? Dario, wenn das du jemanden zum Abschießen brauchst, ne? Bitte? Nimm ruhig mich. So als, Hier ist C4 im Aufzug. Und ich werde es entschärfen. Nein! Oh, geht weg. Dario! Geschafft? Super. Bergmann? Hast du geschafft? Ja, ich hab's entschärft. Sauber, nimm's mit. Pick up. Bergmann hat gerade Nein geschrien. Ja, hä, weil ich nicht wollte, dass du stirbst. Bergmann war aber auch vor dem Fahrstuhl. Ich glaube, Bergmann ist es. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Bergmann ist. Ich glaube, dass es Manu ist, weil er mich nicht entdeckt hat. Nein, wer kam mir denn gerade entgegen aus dem Aufzug? Irgendjemand kam Herr Bergmann, erinnern, Herr Bergmann muss es sein. Oh, ja, Tim, ist das Tim? Sorry. Hallo, Manu, wollte ich nicht. Manu ist es. Nein, Manu ist es. Ich habe außerdem den Tim angeballert, weil er. Er tötet mich gerade. Hört mir zu, er tötet mich. Ich habe doch gerade gesagt, ich habe außerdem dich angeballert, weil Herr Bergmann an dir vorbeigelaufen ist. Da lang. Ich schieße den Fahrstuhl drin, oder was? Ja, tu es. Ey, Leute. Ich bin es nicht. Ey, jetzt schießt er mich auch noch. Okay, natürlich dich jetzt. Ich frag mich, wer gerade im Fahrstuhl. Ich wette, die beiden sind es, ohne Scheiß. Ich töte jetzt einfach beide. GLP ist es. Wer ist das? Nein, ich glaube nicht, dass Manu ist, aber ich weiß es nicht. Leute? Ich glaube, es ist Delay. Ich bin Detective. Und habe gerade die Bombe entschärft. Hast du wieder das C4 gezündet? Nein, ich habe es wieder mitgenommen. Wenn du eins hörst, dann ist es ein neues. Okay, ich höre nämlich eins. Dann ist es ein neues. Wo bist du? Ich bin gerade im Anfangsraum. Oh Gott, ich bin hier raus. Das hat ja so eine krasse Sprengkraft, wie ich gemerkt habe beim letzten Mal. Hast du nicht als Detective so einen Entschärfer? Ja, wer lebt denn? Ich hab's ganz normal entschärft. Hallo. Da ist explodiert. Ist jemand gestorben? Yo, zwei Leute sind gestorben. Okay, super. Ist nicht am Radar. Sehr gut. Ja, ey, Moment mal, wenn du noch lebst, dann ist es ja. Dann ist ja nur noch Bergmann da. Ja, einer von euch beiden, wer jetzt von euch beiden innocent ist, der tötet jetzt den anderen. Ich bin Inno. Oh Gott, ja, okay. Dann töte Holly. Okay. Bist du Detective, Didi? Ja. Alles klar, ich sehe nur noch zwei Leute. Ich sehe nur noch zwei Leute auf dem Radar. Maudado, wo bist du? Ja, das mal unter euch, ja. Maudado. Ich werde jetzt einfach beide Traitor, das wäre ziemlich witzig. Ist da gerade Tim langgelaufen? Tim ist da gerade langgelaufen. Was? Ich sehe aber nur noch zwei Leute auf dem Radar. Was hat er? Vielleicht hat jemand den Decoy gekauft. Tim hat bestimmt einen Decoy gekauft. Ja. Weil wir es vorhin angesprochen haben. Ja. Tim hat, glaube ich, auch eben das, Maudado, das C4 im Fahrstuhl gelegt, wenn ich ehrlich bin. Also, okay, dann soll ich Maudado jetzt töten. Oder, und Tim, weil es die beiden Letzten sind. Ich weiß es nicht. Okay. Wo bist du denn, Tim? Kannst gerade nicht abschätzen. Dass ich jetzt abknalle? Werde ich dir nicht verraten. Ich bin am geheimen Sicherheitsort. Alles klar, gut. An einem geheimen Ort der Sicherheit. Okay, alles klar. Der sicher ist, okay. Es lebt nur noch, schon gut. Es leben noch zwei Leute. Also zwei Leute werden mir angezeigt. An einem geheimen Ort? Der ist super geheim, der Ort. Den haben wir auch noch nicht aufgesucht. Von 1 bis 10, wie geheim ungefähr? 4. Also 4. So geheim dann noch nicht, weil... Ah gut, da bist du. Es ist halt durchaus zugänglich. Du hast schon alle Orte, immer wenn eine neue Map kommt, stufst du dich vorab in so Sicherheits- und Geheimheitsstufen ein. Ja. So sieht es aus. Ne, aber ich finde Maudado auch nicht, ey. Oder Tim, ich hab Ich renn grad rum und suche ihn, ich bin jetzt gerade in den Keller gerannt.
Du suchst ihn. Okay, dann Maudado ist es. Okay, und Tim. Tim ist Alter, hier ist ein Blutbad. Das ist ja ekelhaft. Da kann ich ja kotzen. Igitt. Ihr wisst jetzt genau, wo ich bin. Alle sind nur Innocent-Leichen hier. Ja. Was, ich weiß gar nicht, wo die Leichen sind, Mann. Ist das so, Holly? Ja. Ihr müsst wissen, dass ich gerade durch dieses Decoy-Ding so richtig verwirrt bin und jetzt ja, einfach, bist du das? Ja. Nicht schießen! Wer ist das? Okay, da ist Maudado. Da ist Tim! Tim ist Dario! Alter, passt auf, passt auf. Also, Herr Bergmann war ja da und da Dario gesagt hatte, dass einer ihm entgegenkam, dachte ich, muss es Herr Bergmann sein. Wer hat denn das im Fahrstuhl gelegt? Ich. Was? Okay. Ja, ich hab's gelesen. Ja, pass auf, dann hab ich, bin ich Herr Bergmann hinterhergerannt, hab da eine Person gesehen, genau da, wo Herr Bergmann langgelaufen ist, schieß sie ab, das war Tim. Dann hab ich direkt bei Tim entschuldigt, weil ich ihn gar nicht abballern wollte. Und Tim behauptet einfach weiter, ich wäre Traitor, obwohl das nur ein Versehen war. Dann hab ich einfach reingeballert, weil ich davon ausgegangen bin, dass die sich beide unterstützen. Leid, dass ich dein zweites C4 verraten habe, aber ich hab nicht gedacht, dass du ein zweites Dario. Und wenn ich sag... Was? Ey, du siehst, du kommst in das Blutbad, scannst unsere, also du klickst unsere drei Leichen an, siehst doch, dass die innocent alle waren. Ja, alle vier. Ah, es waren alle drei. Und wir sind sechs Leute. Ja, ich hab nicht gerechnet in dem Moment. Oh, ich bin wieder eingebrochen. Wer ist Protective? Oh. Maudado. Ich bin Protective. Maudado! Lass dich bitte oben an die Hängebahn. Okay. Maudado, bist du tot? So. Beweis genug? Hä? Willst du einen Beweis? Stell dich mal neben das Explosionsfass. Okay. Kann man sich mit Hey, Mr. Moore hat es geschafft, dranhängen zu bleiben. Oh, da hat einer, glaube ich, hängen. Ja, ich habe gerade so. Den Luft geschossen. Ich bin unendlich. Ja, bin ich. Hey, bin ich. Mr. Moore hat es geschafft. Mr. Moore, wie hast du es gemacht? Wahrscheinlich nicht, aber wenn du nicht Inno bist, ist es auch nicht schlimm. Dann tötest du mich einfach. Okay, warte. Jetzt. Da hängt. Guck mal. Oh, er wurde angesnippert. Und er ist jetzt ist er runtergefallen. Das sah krass aus. Lass uns mal nach oben am besten. Ja, ich hab da gerade Holly. Ich will den untersuchen und gucke aus dem Haus. Oh, hinter dir. Ja, ich mach. Ich will da dran. Grover. Wie kommt man da hoch? Oh, da war noch ein Fass. Ups. Ja, richtig. Oh! Oh, was war das? Alter, wie geil war das denn? Ihr standet zu dritt neben Explosionsfässern. Krass. Sind die anderen beinahe durchgestorben? Ja. Ja. Lieber Trader, ja. Mr. Moby, kommt halt. Wo waren da die anderen Explosionen? Achso, die waren da überall. Zwei Stück standen da, genau hinter dieser Leiter. Ich hab nicht mal das erste gesehen. Mr. Moore? Ich hab das erste gesehen. Die stehen beide nebeneinander. Wie benutzt man die Leine? Ich bin einfach nur gegengegangen, wenn nicht. Ich finde, fall da immer runter. Ich probier's gerne nochmal. Aber man darf dabei nicht lenken, okay, ich check schon. Wenn man dabei lenkt, dann fällt man runter. Also ich muss sagen, irgendwie mag ich die Map nicht mehr. Wegen den ganzen Explosionsfässern? Ja, erstmal deswegen und weil es so eine Range-Map ist. Ich finde mittlerweile so Maps, wo man sich auch mal trifft, viel geiler. Ja, das schon, aber ich hasse Maps, wo man nur Schrotflinten nutzen kann, wie die erste.